Hallo Leute, ich bin im Takt. Was für ein das Hit, dass ein ich das sehr geschafft habe. Bizarrer Beginn. So Leute, wir sind wieder da. Wir gucken noch, was dieser schicke Bärenbaum ein für uns Bärenbaum. Hat. Ein Bärenbaum! Ist ein Obstbaum? Mein Name ist Morphus. Hey, neben mir der ist eine Beere. Bloody Fox. Sag das nicht immer. Und wir Game. Ich bin eine Beere. Ich darf ja wohl. Ich bin eine Beere. Und du bist geflüchtet. Und du bist. Das war gut. Ich bin eine Beere. Du bist geflüchtet. Okay, aber warum darf ich das nicht sagen? Ich finde das super. Das ist mein erstes Let's Play. Ihr macht deine eigenen Let's Plays, dann kannst du deine Anfänge gut machen, wie du willst. Aber ich habe immer noch einen alten. Wie heißen diese uralten Computer? Ich wollte einen Witz machen, ich versaut, weil mir das Wissen fehlt. Fuck. Na, ich habe einfach nicht die Ressourcen. Du hast noch einen Pentium 2 Prozessor. Nicht die Ressourcen. Drin. Ganz ehrlich, der läuft noch mit 4 Tagen. Stinkt immer, wenn er anläuft. Ja. Du weißt schon, dass wenn du keine High-End-Games machen willst, sowas zum Beispiel würde bei dir auch funktionieren. Ich glaube, das einzige Let's Play, was ich performen kann, ist, wenn ich mit meinem okay, lass mir das. Mit meinem alten Sony Ericsson eine Videoaufnahme machen würde, wie ich Advanced SP spiele. Ich glaube, das käme und das sehr, dann in, sehr geil. Und das in 3GP hochladen. Und wenn du das dann noch hochkant das Video machst, also und bei dir gibt es ja noch kein 16:9 auf deinem Handy, aber wenn das noch hochkant hochlädst, XD. Ja. Naja, ich denke, das Hauptproblem bei dir wird einfach sein, dass du kein gutes Mikro hast. Also, das Sony Ericsson hat ein Top-Mikro. Da ist alles. Da kannst du alles mitmachen. Alles außer Tiernahrung. Alles außer Tiernahrung. Da ist die Miltang-Farm, oder? War die nicht? Ist sie nicht hier? Das ist die Kuh. Ach, das ist die rote Nahe. Ich bin ja so dumm. So dumm. Ja. Da ist eine Bitterbeere drin. Kuh-Move-Farm übrigens. Und sie bekommen nicht immer sehr erfrieren. Moment. Warum schreibt man sehr groß? Hast du es auch gesehen? Unsere bekömmliche Milch ist. Ja, gut, Schilder. Nein, ist muss man. Wie war das bei Gold Mirror mit dem Zeitungsartikel, wo die Sachen groß geschrieben werden? Ende Neville! Nein, nicht Ende Neville, sondern wo die. Hä, das ist eine Minzbeere übrigens. Die Autorin! J.K. Rowling. Ja, wenn ich alle groß und fett schreibe, merkt vielleicht keiner, dass ich gar nicht weiß, wie die Autorin mit Nachnamen heißt. Joran. Oh, können wir was müssen wir nochmal machen mit der armen Kuh? Verdammt. Mit der dummen Kuh, die müssen wir Beeren füttern. Wie viele Bären müssen wir? Gegengift, wir haben 4 Beeren, eine Bitterbeere. Wir füttern sie mit einem Fluchtseil geben können. Eisbeere und Minzbeere. Wir geben dem Miltang einfach einen Hypertrank. Geht das schon. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn unsere Miltang keine Milch mehr gibt. Jetzt weiß ich, wo wann Kanto herkommt. Mein Mittag, ich hab keine Milch mehr. Diese Woche ist immer wenig, er wollte nicht mehr. Dass ich das richtig werde. Er würde mir viel Milch geben, wenn ich mir den Bären wieder glaube ich, gewählt. Ja, dann fütter sie halt voll mit Bären. Die Hinterwäldler. Vor hast du gerade wieder gesprochen? Ja, und guck mal, hier, das war ein Südstaatler. Die haben 4. Und die ganze Welt wackel, dreckig. Wackel, 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 wackel. Moment. Was denn? Sind alle im Takt außer die? Nein. Nee. Die links, beiden sind, nein, die beiden sind im Takt. Ja, und die aber auch. Runter, runter, runter. Ja, und anti, nur die ist anti. Anti. Ich hab nämlich das Problem, die zu synchronisieren hier. Aber das stimmt, die mit denen, weil die so weit weg ist. Aber nur die tanzt mal wieder nicht im Takt. Ein tolles Bilderrätsel. Welche Kugel? Oh, das fand ich immer als ein sehr trauriges Bild, oder? Sein Ruf ist schwach. Gibst du Miltang eine Beere? Nein. Nein. Miltang. Ja, ich gebe Miltang eine. Ich weiß gar nicht, hilft das nur? Muss mir jeden Tag eine Beere geben? Oder ich gebe ihm erst einfach alle Beeren, weil ich hier keine Beeren mehr verfüttere. Ha, die Kuh ist etwas gesünder geworden. Miltang ist. Nee, warte. Miltang kann! Das brauche ich mehr! Nimm mal den Nuckel aus dem Mund. Miltang ist krank. Schwester, was ist mit dir passiert? Ich brauche viele Beeren. Ich glaube, der dunkle Lord hat von dir Besitz ergriffen. Ich habe zu viel Milch getrunken. Schlechte Milch.
Avada-Kedavra. Hey, Digga, zeig doch mal deine Programm haben! Oh, was reden die da alle so? Ich hab meine Brille irgendwie verfehlt. Ja, das ist auf dem Weg nach Oliviana City. Guck mal, ich hab mich immer gefragt, lässt er die schweben oder schmeißt er die hoch? Und warum trägt der Namensschild der Bollo? Da stand, so sollte ursprünglich mal André stehen. Re? Der hat doch andere Pokémon. Wie eine Furie schlägst du auf sie ein. Nee, Furie. Raus. 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 Nein. Ich finde Furienschlag übrigens sehr schön, weil... Mhm. Man heirate doch einfach Furienschlag. Nein, aber man könnte ja, weißt du, so wenn deine Freundin so eine richtige Furie ist, stellst dir vor, kommt dein Habitax so an, nimmt sich deine Freundin und schlägt damit den Gegner. Weil Rankenhieb gibt der mit Ranken, Furienschlag schlägt der mit Furien. Ich habe gestern einen Witz gelesen, an den musste ich gerade denken, als du mir das erzählt hast. Sagt ein Elternteil zum anderen, du, ich habe im Bett unseres Sohnes ein SM-Magazin gefunden. Sagt der andere Elternteil, na dann ist Schlagen wohl nicht die beste Bestrafung. Kann ich weiterspielen? Ja. Achso, okay, dann spiele ich ein bisschen. Wir wollen nach Oliviana, ne? Genau, nach Süden. Ab in den Süden. Ich stehe auf das Knuffenser. Ich will unbedingt nur Ultrigaria. Das ist mein Ziel, mein persönliches Ziel. Ultrigaria? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Ultrigaria cooler als Sarzenia. Ich meine in Sarzenia, verflucht. Ja, ich finde aber Ultrigaria, allein heißt es ja auch Ultrigaria. Ich finde den Namen ziemlich cool. Sarzenia habe ich nie verstanden. Ich meine 10, okay, 10. Sie wollen eine verwirrte Pflanze sehen? Die Attacke ist sehr effektiv, Pokémon. Weil Gift und so, ne? Na, dann kriegt er halt die Scheiße zurück. Ja, wenn er durchkommt. Ah, doch. Klar. Ben Gift. Ich bin Morphus. Bei mir haut alles hin. Ich bin Morphus. Das war's für heute im Moment. Ich bin Morphus. Das war's für heute mit dem neuen Schminktutorial. Moment, was? Du solltest Schminktutorials machen. So, Horror-Schmink, meinst du? Zum Beispiel. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja. Das wäre eigentlich. Das ist gar nicht mal so eine gute Idee. Ab, das nimmt aber den Horror. Bei den Horrornächten im Filmpark Babelsberg. Jedes Jahr zu Halloween. Ihr seid freundlich eingeladen mit freundlichen Empfehlungen des Filmpark Babelsbergs und all seinen Tochtergesellschaften. Wir übernehmen keine Haftung. Vielen Dank. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Übrigens, finde ich, ist auch, wie ist denn das, ob Uhu Haftung übernimmt, wenn es nicht klebt? Haft. Drei, 300 Glühbirnen gestohlen, Polizei tappt im Dunkeln. Hm. Musst du sagen, auf Polizeiwache gestohlen, kommt noch besser. Ja, stimmt. Wer nimmt immer Achtung. So. Wollen wir kämpfen, wollen wir nicht kämpfen? Ich finde, wir sollten mal weiterkommen. Wir kämpfen so viel. Wir gehen sowieso noch mal zurück. Das hätte ich übrigens sagen können. Wirklich? Warum hast du es nicht gemacht? Die Pokémon zeigen wir. Zeigen wir ich uns. Ich habe gerade getrunken. Zeigen wir uns gegenseitig. Unsere Pokémon und zwar gleichzeitig. zeig mir deinen Raupi, dann zeige ich dir meinen Austoss. Haunted Vagina. Also bitte, ja. Hey, bei uns heißt das jetzt nur Austoss. Show me your Austoss. Ja, das ist Sekunde, wieder so eine schlaue Idee von dir gewesen. Sei froh, dass du doppelt eingesetzt hast. Du hast schon wieder das Vogel-Pokémon gegen ein Donner-Pokémon drin gelassen. Genau. Du machst mich krank. Es ist... That's what she said. Hört ihr das, Leute? Alter, du hast gerade übelst deine Oma auf den Tisch geschmettert, Alter. Kopf meets Tischplatte, ja. Aber leichte Schläge auf den Vorderkopf fördern das Denkvermögen oder sowas in der Art. Das war der Hinterkopf, okay. Bam! Bam! That's a bam. Guck mal, was nützt denn dieses Buch? Du bist paralysiert, warum setzt es keine Donnerattacken ein? Dummes Pikachu! Dumm und naiv! Boah, ich muss nachher unbedingt bei 8 Minuten unten schreiben. Nee, ich will springen. Wap, wap, wap. So. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die Ankunft in... Wow, du hast einen Pokédex. Das ist so toll. Okay, ich gehe. Der hat eine gespaltene Persönlichkeit. Ich habe keine Ahnung. Okay. Da kriegen wir die nächste Angel. Stimmt. Aber nicht in der Arm. Moment. Oh nein. Du sprichst den. Du schon wieder. Kein Grund zur Panik.
Ich verliere nicht, ich gebe nicht wieder ab auf Verlierer. Die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Oho, wo soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wirst du dadurch ein wenig stärker. Ich habe dich die letzten beiden Male der war echt nett drauf, voll Hallo. Verprügelt und du sagst, ich müsste stärker werden. Ich weiß nicht, warum ich will hier hingucken. Schade. Und ja, was sind wieder mehr? Daher sollte man dort auch jede Menge Fische finden. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja. Was? Du willst nicht fischen? Unfassbar. Gehst du bitte die Angel holen? Okay, gut. Entschuldigung, das ist mein Humor. Und die werden das hier nicht mehr. Ja, die Fresse. Ich fische hier seit 30 Jahren. Willst du das Meer und die Fische sehen? Ja. Ah, da haben wir einen neuen Angler. Silver halt Profi-Angel. Vor allem, er verlässt das Haus, kommt wieder. Oh, ich will doch angeln. Ich finde übrigens... Hat er gerade ein unglaubliches Angebot. Er erzählt mir jedes Mal dieselbe Geschichte, das finde ich witzig. Aber ich finde es immer noch blöd. Früher habe ich gedacht, die Profi-Angel wäre die beste Angel. Dem ist aber gar nicht so, sondern die Super-Angel. Warum heißt die Profi-Angel Profi-Angel, wenn der Profi nicht besser ist als der halt nur Super-Angeln kann? Dann erklär uns, den Zuschauern, doch mal bitte, warum die Super-Angel besser ist als die Profi-Angel, obwohl man immer erst die Super-Angel und dann die Profi-Angel bekommt. Wir haben die Profi-Angel bekommen und die Super-Angel noch nicht. Oh. Aber früher war alles anders. Früher war es nur unterschiedlich zu finden. Wo sind wir jetzt? Hier ist der Hafen. Geh da mal zu drüben. Oh, okay. Vielleicht finden wir da ein... Ach nee, finden wir glaube ich nicht. Das kriegen wir glaube ich dann später. Mrs. Leaf sitzt da drüben rein. Ja, nix. Toll. Diese Küste, diese realitätsnah gestaltete Küstenlinie. Oh mein Gott, ich habe Angst. Was soll ich machen? Krabi, oh ja, bitte fang das. Ich mag ja, soll Krabi. Ich? Oh, ich mag Kinder. Ja, also es sind Krebse und die sind ziemlich cool. Nein, aber erst werde ich es aufessen. Muhaha. Fang es dir und werf es in die, setz mal Furienschlag ein. Schlagen wir uns töten. Den Furienschlag werden wir vielleicht nicht töten. Ich glaube, im anderen Stein ist vielleicht auch noch ein. Ja, wir fangen uns schon noch irgendwann in Krabi und wenn nicht, dann halt nicht. Diese alte Frau sieht gebrechlich aus. Möchtest du Zertrümmerer einsetzen? Dieser Humor wurde ihm präsentiert von Humorkorb. Geht's übers Meer? Pass auf dem Weg nach Anemonia City gibt's Strudel. Deine Pokémon müssen eine spezielle Attacke beherrschen, um an den Strudeln vorbeizukommen. Jo, gleich mal Trose. Deine Pokémon sind ein Fliegengewitter. Sie haben nicht die Kraft, Felsen auf den Weg zu räumen. Hier und das und bringen Stärke bei. Du möchtest den Orden von der Guardia City, du Nappel, um sie außerhalb von Kämpfen einsetzen zu können. Das ist so das Geilste, die von Ducatia City, ja, die wir schon seit Ewigkeiten haben. Es gibt Leute, Sven, die trauen sich nicht in Arenen. Ja, nee, ich meine, es gibt, das, Sven, hör mir zu, es gibt bekommen. Leute, die trauen sich nicht in Arenen. Wir gehen jetzt erstmal, nee, Moment mal, wo bin ich? Ja, wo bist du jetzt? Beim Leuchtturm? Nein. An der Anlegestelle. Oh, da wollte ich nicht hin. Das Boot fährt nicht, das Schnellboot ist nicht da, die MS Tide. Wie heißt die? MS Tide, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das die Tide? Nein, die heißt nicht Tide hier. Die heißt Anti. Anti? Ja, nicht Tide jedenfalls. MS Anti? So. Hallo, wo bin ich denn hier? Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Olamia City geheilt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Aha, und wo haben die Pokémon das früher erhält? Nicht auf dem Leuchtturm? Schade. Weißt der du, Typ was kämpft, das, oder will der ja, Typ kämpfen? Weißt du denn, was das für Pokémon waren? Miraplas. Nein. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind die Mehrzahl von Miraplas, aber egal. Lantern. Lampi und Lantern. Ah, nicht Skelabra? Ha, der will nicht kämpfen, oder? Skelabra, in der zweiten Generation. Kommt zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Den Anfang mache ich mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das wird so runter. Nicht da. Okay. Oh, ein Gentleman. Nämlich der an. Hat Feuer-Pokémon. Dies ist kein Ort für Spiel. Oh, weißt du noch, der Engländer auf der Konferenz? I have to say that this is very important. Der Typ mit der ja, Stimme mit wie dieser der Pate. Knautstimme, stimmt, Hubert. Der hatte wirklich eine Stimme wie der Pate. Noctu, das erste Noctu, was wir sehen. Ja. Ich mag Noctu. Und ich mag Schnabel. Halt den Schnabel. Warum schnabel ich eigentlich die ganze Zeit? Ich brauche Vielfalt.
Warum schnabelst du vor allen Dingen ein Vogel-Pokémon? Weil ich es jetzt flambieren werde. Achso, ich dachte, du spielst jetzt Präfenser gegen ein Vogel-Pokémon. Oder ich gegen ein Vogel-Pokémon. Ach, komm auf zu heulen. Ja, Feuerattacken sind eh speziell, von daher in der Generation. Hat es keinen Einfluss? Naja, deine Attacke wurde gesenkt und du greifst mit der Spezialattacke an. Ich dachte, ach. Das hat eine relativ gute spezielle Defensive. Gigi! Und physisch können wir nicht so viel machen, weil er Hölle eingesetzt hat. Warum er zweimal hintereinander Gesichter. Nein! Spar doch mal LP, EXP auf. Was wollen nicht beim ersten Mal das Pokémon besitzt? Wir sind nur 5 Level drüber. Hallo, ich hab den Controller. Und wenn du den nicht im Gesicht haben willst, dann lass mich so spielen, wie ich das will. Okay. Nein, komm, geh mir ein Sandwich. Geh mir ein Sandwich. Ich hab kein Sandwich-Toaster. Wo weißt du, wo man hier in der Nähe dieses süße Brot bekommt, was wir da im Frühstück hatten? Ja, bei Kaufland. Echt? Nicht gesund. Du musst dich einfach mal umgucken. Kaufland hat alles. Haben sie nicht? Kaufland, alles. Ihre super Supermarkt in ihrer Nähe. Nein. Kaufland hat nicht alles. Oh, Mama! So spricht sie. Hi Selva, wie geht es dir beim Aufkaufen heute? Da habe ich eine tolle Puppe gesehen und ich habe dir dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Sie ist in deinem Zimmer, du wirst sie lieben. Klick. Also ich habe langsam echt mal wieder Bock nach Hause. Ah, wir brauchen Fliegen. Wir kriegen Fliegen bald in Anemonia. Wir kriegen Fliegen? Wir kriegen Fliegen. Wir kriegen Fliegen. In Anemonia. Seefahrer, schon keine Hornkippe. Sehr schön. Wir raten jetzt, wie der heißt. Ich sage, er heißt Willi. Günther. Nepomuk. Ah, fast. Das hätte man fast noch wissen können, gell? Okay. Quipsel. Quopsel. Quapsel. Schnabeln wir ihn zu Tode. Das ist Haugen immer... Unseren großen Schnabel rein. Volltreffer. What? Sehr gut. Necessary crit was necessary. Plink. So, neue Attacke bitte. Nein, ich hab Schaden. Sehr, sehr, sehr schade. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Vati. Mutti und Vati. Wir hätten es wirklich Mutti nennen sollen. Mit Doppel-U. Loba sieht auch so geil. Nein. Ich liebe diese Animation einfach. Sie waren so simpel und doch so stark. Und doch so genial. Für ein Kind immer noch ausreichend. Aus Prinzip. Schnabel ist schon wieder grenzwertig. Ich freue mich schon darauf, wenn sich unser Vati entwickelt. Ich mag Ampharos irgendwie. Ampharos kriegt dann Donnerschlag. Ampharos, das gab's hier schon? Ja klar, das ist die Weiterentwicklung von Vati. Außerdem hat... Achso, nee, hat noch nicht den Namen gesagt. So, schaffen wir noch einen Kampf. Noch, schaffst du noch. Einen habe ich noch. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Ist es besser, du gehst. Nee, ich habe keinen Gaffer dabei. You underestimate my power. Er gafft doch selber. Hier. Eugen. Eugene. So wie Krabs. Eugen Krabs. Oh, Vogel gegen Vogel. Ich mach immer erstmal Schnabel. Egal was passiert. Egal was kommt. Windstoß, das ist nicht sehr effektiv. Ich fliege einfach mit. Okay. Das. Ja! Reicht auch schon wieder. Das reicht. Jonas, könntest du es bitte sein lassen? Was? Weiß ich nicht. Okay. Dann gern. Dann gern. Vati, willst du tun? Stirb. Ruckzuck mit seiner blöden Prio. Das hat's jetzt davon. Diese Attacke ist sehr effektiv. Diese Attacke wurde Ihnen präsentiert von Game Freak. Wie irgendwie jede Attacke in Pokémon. Und jedes Pokémon in Pokémon. Und alles andere, inklusive Pokémon. Das würde mich ja mal interessieren, ob es irgendwann mal dazu kommt, dass ein anderes Unternehmen als Game Freak Pokémon entwickelt. Und was dann daraus werden würde. Es scheint gerade ein Trend zu sein, ne? Disney kauft ja auch alles Mögliche gerade auf. Also wenn Disney Pokémon aufkauft, dann wird Ash bald eine Disney-Prinzessin sein. Na, Mist. Oder Hoppo. Nein, Ash.
Ash ist eine Disney-Prinzessin. Aber mal ehrlich, kann Pikachu noch mehr Kawaii werden? Nein, aber Pikachu, es gibt Pikachu hat jetzt Kawaii. Pikachu hat ja diesen typischen Kawaii. Nein, aber Pikachu hat diesen typischen Model-Weg hinter sich, ne? Es wurde immer dünner. Echt? Ja. Hast du es nicht gesehen? Da wir eh schon drüber sind, kann ich das ja jetzt mal zeigen. Ja, dann ist es jetzt unser Finalus Campus. So, wir sind im Leuchtturm von Orania City. Machen hier einen Cut. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet morgen wieder ein. Zur selben Zeit, selber Ort. Hoffentlich bei euch, weiß ja nicht, wo ihr so guckt. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Oder? Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ein freundliches Auf Wiedersehen. Tschüss.